Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar fahren wir heute gemeinschaftlich einfach mal ein Citroën C1. Ich guck mal eben gerade. Erstzulassung ist der 2.3.2009, soll über 100.000 gelaufen haben. Und das Ding muss zur Hauptuntersuchung. Und derjenige hat gebeten, ob wir da einmal drunter gucken können. Ne? Ihr wisst ja, im Vorfeld reparieren, das machen wir in der Regel ja jetzt nicht so. Aber wir schauen erstmal nach und gucken mal, was das für ein Stuhl ist. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Wir machen ein bisschen Rumpelpumpel, so unsere typische Strecke. Ich hänge die Cam um und dann schauen wir uns das Ding mal an. Ja, ist ja, Citroën C1 ist baugleich mit dem Aygo und noch mit irgendeinem Peugeot, 108, ja, also ich bin mir jetzt echt nicht sicher, es gibt aber, es ist ein Dreierbund, ne, und je nachdem, was ihr da für ein Emblem dran pappt, habt ihr dann entweder ein Toyota, ein Peugeot oder ein Citroën, obwohl die letzten beiden natürlich dann PSA sind, ne? PSA-Konzern. Ist auch egal, das ist so eine kleine Kiste. 3-Zylinder fällt mir da spontan zu ein. Ich weiß gar nicht, ob es denn auch eine Nummer größer gibt. Mal eben schauen. Vielleicht habe ich jetzt hier nochmal Daten dazu, was Leistung anbelangt, ob wir da gleich wegfliegen werden. 50 kW bei 6000 Umdrehungen. Also, das wird uns richtig vom Hocker reißen, aber die Kisten sind ja doch klein, spritzig und trotzdem kann man da, glaube ich, gut drin sitzen. So von der Größe her, glaube ich, ist das gar nicht so schlecht. Das heißt, wenn du in der Stadt unterwegs bist, kann das ja für dich auch eine Option sein. Ne? Vielleicht ist das was für euch. Wir fahren eine Runde, wir gucken, was dran ist und Hauptuntersuchung möchte derjenige selber machen. Haben wir auch Verständnis für, kein Problem, aber er wollte einmal so einen Status haben. Ne? Also einfach mal so gucken. Das heißt, ich hänge euch um. Und dann düsen wir. So, und schon sitzen wir hier drin. Und ich meine, das ist ein, ist das nicht ein Kettenmotor? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir lassen das Ding. Das Ding steht jetzt 24 Stunden hier. Und wir hören mal gemeinschaftlich, ob wir was hören. Aber du merkst schon, dass hier ein Dreizylinder drin ist. Ne? Das Ding ist schon ganz schön am rappeln irgendwie. Ja, ist auch ein bisschen laut. Also vom Motorsound her schon ein bisschen laut. Und wir haben hier natürlich noch diese Einwischertechnik, ne? Also wie beim Twingo 1. Ja, ist vielleicht okay, ne? Ist ein riesen Wischerblatt, aber ich sag immer, zwei Wischer sind dann doch immer schöner, weil ja, dann muss natürlich jetzt für beide Hälften der Scheibe wischen, aber ist egal, ne? So, rubbeln tut es nicht. So, jetzt gucken wir noch mal, ob wir hinten. Hinten scheinbar schon geht auch. Mensch, ich werde verrückt, er geht. Und Wischerblatt rubbelt auch nicht. Ja, also anspringen tut er schon mal. So, Gänge kriege ich so sauber rein. Kupplung los, Kupplung treten. Und dann 21, 22, ne? 21, 22, zack. 21, 22, zack. Also Gänge gehen rein. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Licht an. Das auch geht. Ja, 144.242 ist der Kilometerstand. Da ist aber, so ein kleiner Drippelken drin, ne? Vorne. Aber schon lange nicht mehr gefahren, so ein Ding, glaube ich, oder? Ja, also du merkst schon, ups, was hat er jetzt gemacht? Waren die Füße. Ja. So, Kupplung trennt, Schaltung hakt nicht, das funktioniert. Ja, der ist schon ein bisschen laut, ne? Also Dämmung, bisschen, ich meine, es gibt ja laut und laut ist ja ein Unterschied. Es gibt ja einmal laut in vielleicht schön oder in angenehm und es gibt ja laut in unangenehm. Ne? Und hier würde ich sagen, tendiert das so ein bisschen in laut und unangenehm, weil das ist natürlich schon ein Blechkasten. Ne? Aber so für die Stadt bleibe ich dabei, gar nicht so schlecht. So, jetzt düsen wir erstmal. So, Kupplung kommt auf die Mitte. So, und dann hören wir mal, ob wir was hören. Ja. Linkert konnte sich vielleicht ein bisschen besser zurückstellen in den Stellungen. Aber das ist soweit okay. So, und jetzt kommt die Soundkulisse. Also, ich muss sagen, ein Polo oder ein Up, das ist ein bisschen, der ist leiser. Also das merke ich schon. Oder man nimmt den Dreizylinder enorm, der ist enorm präsent. Ne? So, wollen wir hören? Nee. 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 Das ist gut, das ist gut. So. Boah. Also an sich geht das. Pumpel drüber.
weiß die Achsgeometrie jetzt aus dem Kopf auch gar nicht. Was hat der denn hier? Er steht hier mit einer Tür. Ach, ein Laufband hat er auf der Schulter. Ich dachte immer, man stellt sie drauf aufs Laufband und trägt das nicht. Aber okay, vielleicht ist das jetzt der neueste Schrei. Vielleicht macht man das jetzt so. So, das heißt, es geht weiter. Ja, also, Probefahrt hat er jetzt erstmal bestanden, würde ich sagen. Er ruckelt nicht, er setzt nicht aus. Zumindest kann ich da jetzt erstmal so nichts feststellen. Das, was man allerdings wirklich merkt, sind die Vibrationen des Dreizylinders und er ist ein bisschen aufdringlich, was die Geräuschkulisse anbelangt. Ja, also ich bleib dabei. Für die Stadt ist es alles das, was du, immer wenn du so an rechts und links abbiegern vorbeifahren kannst, ne, das ist ja einfach super geil mit so einer Kiste. Ne? Also das ist so eine Karre, so für, jetzt sag mal, wenn du wirklich nur in der Stadt fährst, ist sowas optimal. Ich weiß nicht, was passiert, wir haben ja auch nur einen fünften Gang. Was passiert, wenn du mit sowas jetzt mit 130 konstant über die Autobahn fährst oder so. Ich glaube, das macht dann wahrscheinlich nicht so einen Spaß, beziehungsweise der Kasten, der pfeift dann aus dem letzten Loch. So, zweiter Gang, wir treten voll rein. Ja. Ja. Also ich glaube, die Reifen rollen ein bisschen. Ja, sind die Reifen, ist das Radlager, oder? Okay, bremsen tut er auch, zieht nicht nach rechts, zieht nicht nach links. Wir gucken uns den Stuhl jetzt mal von unten an. So würde ich sagen, vom Klappern her, oder dass man jetzt Angst haben muss, dass der Karren hier auseinanderfliegt, muss er nicht. 1, 2, 3, 4. Gut, zack, zurück. Und ich würde sagen, los geht die Geschichte. Aufgebockt haben wir. Und ja, wir gucken mal drunter. Und ja, drei kleine Freunde sind drin. Drei kleine Freunde hast du mit dabei. Ja, bin gespannt. Also das sieht hier schon wieder nach Marder Schutz aus und so, aber Batterie, zumindest zeigt sich hier grün an. Wenn wir da nochmal auf die schnelle durchmessende Batterietester kennt ihr ja mittlerweile. Bremsflüssigkeit werden wir auch gleich nochmal durchprüfen. Ja, da kommt man jetzt ein bisschen schlecht dran. Das, was man machen muss, ist auf jeden Fall Wasserkasten reinigen. Und Ölwechsel, gucken wir mal eben, Ölwechsel ist erst gemacht worden im Januar. Im Januar gemacht worden bei 142.500, jetzt haben wir März, Ende März, und das steht bei 144, also 2.500 in ungefähr 3 Monaten. Ja, das ist so ein Tausender im Monat, hätte ich jetzt so grob gesagt, etwas weniger. So, der kleine Abgaskrümmer, 1, 2, 3 Freunde. Wie gesagt, Wartungsstatus soll wohl nicht ganz klar sein. Das heißt, Zündkerzen wieder mal gewechselt haben, Öl ist drin und Kerzen wusste er nicht und er wusste auch nicht, er wusste auch nicht, ob das Auto einen Zahnring hat, aber der Motor hat eine Kette, da brauchen wir nichts machen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber jetzt so erstmal so undicht, sehe ich erstmal nichts. So Ventildeckeldichtung, das sieht auch noch gut aus. Also ich würde sagen, gar nicht so schlecht. Also schauen wir mal. Also Werte eingegeben, 65% normal. Also da liegen wir im guten Mittelfeld, was natürlich jetzt auch hier über dieses grüne Ding angezeigt wird. Allerdings funktioniert das auch nicht immer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ne? So, das heißt, Batterie brauchen wir uns nicht drum kümmern. Undicht ist nichts. Ja, dann schauen wir mal weiter. Auch hier oben fängt er ein bisschen an matt zu werden, aber eigentlich ist das eher Schmutz. Ne? Also das ist jetzt hier vorne, ist alles in Ordnung. Das sind natürlich auch Kunststoffscheinwerfer, die ihr dann gegebenenfalls aufpolieren müsst. Ne? Und hier drüben, das ist auch noch in Ordnung. Da brauchen wir nichts machen. Ja, hier sieht man natürlich schon, wie mit dem Lack gespart wurde. Ne? Aber das müssen wir alles sauber machen, da unten drunter, dass die Abläufe frei sind. Aber das ist schnell gemacht. Und hier solche Masseverbindungen, hier, die fängt leicht an zu gammeln. Da müssen wir vielleicht auch noch mal eben mit der Drahtbürste drüber das einfetten. Dann passt das Ganze schon. Ja, und so, da hier drüben auch noch mal eben den Prütt alle rausmachen. Schauen wir uns mal die Federn an. Ja, die liegen an. Bremsschläuche, Bremsleitung, das ist okay. Der Stoßdämpfer ist dicht. Und Bremse, schauen wir mal hier rein. Ja, die sieht auch noch gut aus. Ich glaube Reifen, ne? Reifen sind nicht mehr ganz so geil, aber da messen wir gleich mal. Aber ihr seht auch, hier ist keine Konservierung, nichts drunter. Aber ja, ich weiß nicht, ob die hier auch das Problem haben, aber hier hinten scheint irgendwie alles auf zu sein. Da müssen wir vielleicht nochmal gegebenenfalls runter gucken, aber das machen wir dann alles mit der Wasserkastenreinigung. Bremsschläuche, das sieht gut aus.
Also zumindest von hier, da gucken wir gleich nochmal von unten. Und Reifen, ja, was sind da, sind auch Winterreifen drauf, da kommen jetzt bar rum. Okay, das kann man schon fahren, aber ja, vielleicht machen die ein bisschen Theater. Radlager höre ich zumindest schon mal nichts. Schauen wir mal hier. So, Kabelbefestigung, das ist auch in Ordnung. Ja, Reifen, die sehen wirklich nicht mehr so geil aus. Und ihr seht, hier fliegt überall der Dreck hinter. Aber da zum Beispiel an solchen Stellen, ne? Also da fangen sie schon an zu gammeln, weil da ist nichts drauf. Ne? Also hier seht ihr zum Beispiel, also da muss man wirklich mal sauber machen, trocken machen, sauber machen und dann wirklich dann mal ein bisschen unter Bodenschutz reinmachen, dass das so, beziehungsweise dass vielleicht auch Schutzwachs. Aber das sind immer so die verdeckten Stellen, da kommt die Waschanlage nicht dran und da gammeln solche Autos dann auch natürlich dann sehr schnell. Ja, Reifen werden wir gleich mal messen, also das ist nicht mehr so geil. Ne? Aber wenigstens sind vier gleiche drauf und ja, also ich glaube, die Zeit der Winterreifen ist jetzt auch vorbei. Hier die gleiche Geschichte, auch hier lässt sich das Rad, ja, lässt sich gut drehen. Ja, und das hier alles, ne? Ich meine, wenn du überlegst, das ist alles irgendwie so Müllprutt und so. Das sind natürlich Stellen, die trocknen nie vernünftig weg. Da muss man also wirklich mal aufpassen. Auch hier, ne? Jetzt hier mal hier hinter schaut. Ja, also das ist alles nicht so geil, ne? Und da kommt keine Waschanlage hin, ne? Also da mal wirklich dann mal einen Dampfstrahler zu nehmen, um das wirklich mal wegzumachen. Das seht ihr auch hier, ne? So. Und ja, dann gammelt das natürlich hier hinter der Kante irgendwann weg. Also sowas ist natürlich nicht so geil. Auch da, ne, merkt ihr so die kleinen Stellen, da fängt er also an. 2009er Baujahr. Schauen wir mal als nächstes hier. Also auch Feder ist heile, Stoßdämpfer ist dicht, das sieht gut aus. Bremsleitung ist auch gut. Und das ganze Reifen sind nicht mehr so geil. Und Bremse sieht zumindest gleich aus. Zur anderen Seite hier könnt ihr jetzt wahrscheinlich etwas schlechter erkennen, aber das kann man doch so lassen, das ist in Ordnung. Ja. Ja, gut. Ich formuliere es mal so, bei manchen Fahrzeugen gibt es einfach immer so ein paar verwinkelte Ecken, da kommt die Waschanlage nicht hin. Ne? Und da müsst ihr wirklich da mal schauen, dass er da mal mit dem Dampfstrahler mal in so ein Radhaus reinhaltet. Ihr habt gesehen, dieser Prüt, der wird irgendwann trocken werden, der wird auch immer wieder nass, aber er geht nicht weg. Ja, das heißt, ihr habt immer eine nasse Fläche da und irgendwann ist natürlich die Konservierung da auch am Ende. Der Lehm würde jetzt da liegen bleiben, bis das Auto in die Schrottpresse wandert, weil da einfach nicht wegkommt. Ja, durch die Radumdrehung habt ihr einfach das Problem. Aber erstmal gar nicht so schlecht. Es ist noch nichts durchgefault, also von der Seite aus 2009er Baujahr, Franzose. Da muss man ja schon mal so ein bisschen mit Gammel rechnen. So, schaut mal hier. Ihr habt ja jetzt die Koppelstangen. So, ihr habt jetzt so keine Kugelgelenke, wie ihr das normalerweise habt. Ihr habt solche Stangen und hier ist das Gummi total kaputt. Ja, das kann man bemängeln, muss man aber nicht. Aber ich hätte jetzt fast gesagt, das kostet jetzt auch nicht die Welt und dann kommt sowas neu. So, Manschette ist heile hier vom Traggelenk, Achswelle ist auch heile, Lenkmanschette ist heile, gepoltert hat jetzt soweit nichts hier. Die Gummilager sind auch heile. Das, was wir auch machen müssen, ist hier zum Beispiel ein bisschen sauber machen. Ne? Also der Motoröl, leichter Ölverlust, das könnte er bemängeln, muss aber nicht. Aber wenn man jetzt immer so schaut, das ist nicht die Ölwanddichtung hier, so, sondern das kommt irgendwie von oben her. Vielleicht ist es irgendwo was anderes. Da ist nochmal so ein Deckel von vorne drauf geschraubt. Vielleicht kommt es daher. Ne? Kann ja sein. Ne? Seht ihr diesen schwarzen Deckel, der da ist? Das könnte es fast sein. Ne? Da drunter zum Beispiel. Keine Ahnung, ob man da irgendwie noch dann in den Motor gucken kann. Ja, aber das würde ich als erstes sauber machen. Also bei 144.000. Dann sagt er, der Keilrippenriemen quietscht. Und wenn ihr jetzt hier mal so schaut, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, der ist wirklich ein bisschen lose. Und den werden wir auch praktisch ersetzen. Die wird jetzt hier manuell gespannt. Da werden wir jetzt gerne noch ein bisschen Rostlöser dran machen. Ja, das ist das Nächste. Also der ist wirklich ein bisschen lose. Der würde quietschen, je nachdem, wie viele elektrische Verbraucher ihr jetzt anhabt. Muss natürlich dann die Lichtmaschine auch ein bisschen mehr ackern. So, hier habt ihr das gleiche Spiel. Das heißt Koppelstange, wenn ich mir die Antriebswellengelenke angucke, ne? Also das ist schon ein bisschen klein irgendwie alles. Bremsschläuche, das sieht gut aus. Hier ist alles dicht, nichts gammelig. Und hier Bremsschläuche, nochmal von unten, ist auch gut, auch nichts gammelig. Können wir so lassen. So, das sind so Klassiker. Ja, ich sag mal, gerade bei den französischen Fahrzeugtypen ist sowas, ne, ist auch ein durchgängiges Rohr hier. Hier vorne, das sieht gut aus, das brauchen wir nur sauber machen. Und hier müssen wir natürlich darauf achten, dass das... Und das sind so die Dinge, die ich meine. Ne? So, das ist so dieser Kantenrost, da ist nichts drin, dafür sind die Franzosen dann leider doch bekannt. Und da werden wir einfach was drauf machen. Ne? Das ist also zum Glück auch sauber, auch hier, da kommt einfach Rostummantel drauf. Und Federn kann man schön sehen, das ist auch soweit in Ordnung.
jetzt gerade wieder beim Check gestört worden, echt, wo ich mich so mega konzentrieren muss. Das heißt, wir gucken uns das Auto nochmal hinten ganz genau an. Also jetzt mal so schauen. Also hier sieht es so aus, als wäre schon mal was gemacht worden, hinten an der Trommelbremse. Aber hier, das sind alles immer so diese Stellen, ne? Da hinten die Ecken, wo die Dinger ruckzuck anfangen zu gammeln und wo man auch eigentlich mal eben was drauf machen könnte. Ne? Hier so diese ganzen Halterungen, die Bleche, so wie wir es vorne haben. Und solche Sachen sind natürlich auch immer prädestiniert, um irgendwann abzufallen. Ne? Aber der ist noch dran. Ja, die Frage ist, wie lange, aber noch ist er dran. So, das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Federn kann man super sehen. Stoßdämpfer sind dicht. Also konservieren müssen wir auf jeden Fall. Und hier, das läuft auch alles noch frei. Ja, und dann schauen wir mal hier. Da habe ich gesehen, also hier sieht man das an solchen Anschlüssen. Ne, da machen wir ein bisschen Fett rum, ne, entrosten wir ein bisschen. Und dann war es das Hinterachslager. Sehen noch gut aus. Also von der Seite aus werden wir da auch jetzt auch erstmal für 144.000, darf man nicht vergessen. Ja, würde ich doch sagen, kann man die schon noch so lassen. Ja, hier ist der Auspuff, Halterungen sind alle dran, da brauchen wir uns auch nicht drum kümmern. Und wie gesagt, Reifen sind jetzt nicht mehr so geil. Ja, und ich glaube, da sind dann mal irgendwann mal neue fällig. Ne? Aber der Winter ist jetzt auch vorbei, also 4 Reifen. Ja, hier ist schon, ne? Das sind 3,6, lassen sie jetzt also noch 3,8 haben. Ja, theoretisch gar nicht so viel. Ne? Also wenn wir jetzt mal schauen, wir haben die Koppelstangen, diese Gummilagerung. Der Vorteil ist, die poltern nicht. Ne? Aber ne, wenn man was poltern hört, dann weiß man auch, es wird Zeit, das praktisch zu ersetzen. Dann haben wir die 4 Reifen, die muss er woanders machen lassen, aber das ist auch soweit okay. Dann haben wir noch den Keilrippenriemen, wir haben den Wasserkasten und Korrosion. Ne, also das würde ich schon immer so ein bisschen machen irgendwie. Das ist am besten. Aber ich sag mal, wir haben ja hier Rostumwandler und so. Kargraf 89 ist übrigens wieder da. Ist ja schnell gemacht. Da mal eben so ein bisschen einmal mit der Drahtbürste entlang und dann ist gut. Ja, ja, ansonsten war es das schon. Ne? Also ich würde sagen, erstmal gar nicht so schlecht. Der hat nicht gerasselt für 144.000 Kilometer. Kann man ja glaube ich nicht meckern. Ne? Okay Leute, ich bin für heute raus. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wenn du Bock hast, sehen wir uns im nächsten Video. Ich sage bis dann, ciao.